Oh hey da, was geht ab Leute, Hunger? Bevor das Video anfängt, erstmal zwei Sachen. Erstens, wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Das habe ich glaube ich wieder in den letzten, was weiß ich wie vielen Videos, wieder mal nicht gesagt, wieder mal vergessen. Heute habe ich im Video ein IV-Gerechner ausprobiert, Kalki-IV, und ein bisschen darüber geredet. Und jetzt beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass die Bildschirmaufnahmen nicht funktionieren. Und ich habe jetzt mal geschaut, Moment, ich habe jetzt mal geschaut, an zwei Stellen sind die einfach abgebrochen. Ganz normal die Datei und auf einmal hört es einfach auf. Und dann dachte ich mir zuerst, okay, vielleicht liegt es an der Länge oder so, vielleicht habe ich keinen Speicher mehr gehabt, was weiß ich. Und da hat es dann einfach aufgehört. Aber da habe ich hier was getauscht und da ist es ganz normal. Auch richtig lang das Video, weil ich echt eine Menge getauscht habe. Also die Szene. Was mir aufgefallen ist, bei beiden Stellen, wo es auf einmal einfach aufgehört hat, habe ich Kalki-IV, also den IV-Rechner benutzt. Und genau an dieser Stelle, wo es aufhört, drücke ich auf diesen roten Knopf, wo einfach IV drauf steht und ich glaube, das blockiert irgendwie das Aufnahmeprogramm, weil genau an dieser Stelle hört es dann auf. Ja, das heißt, an zwei, drei Stellen in diesem Video seht ihr einfach den Bildschirm nicht, weil der IV-Rechner das Bildschirmaufnahmeprogramm einfach irgendwie geblockt hat. In diesem Video schaue ich mir Kalki-IV ein bisschen genauer an und im nächsten Video Poké Genie. Mal schauen, ob es bei Poké Genie auch so ist. Aber ja, schade, ist mir jetzt leider erst aufgefallen. Deswegen manche Szenen ohne Bildschirm kann sein, dass es nicht unbedingt Sinn macht, aber ja, so ist es leider jetzt. Ich habe auf diesen Knopf gedrückt und bam, Aufnahme genau da unterbrochen. Komische Sache, aber trotzdem viel Spaß mit dem Video. Oh hey da, was geht ab Leute, Hong hier. Ich fange das wieder an mit einem Miltang. Das habe ich aber schon geklickert mit dem Pokéball Plus. Der Kleine fängt ihn jetzt noch schnell, weil ich brauche immer noch einen Lucky Miltang. Da vorne ist noch eins, das gönnen wir uns. Ansonsten versuchen wir heute ein bisschen EP zu machen. Doppel-EP-Event läuft. Mond Neujahr, Lunar New Year, Chinese New Year Event. Shiny Meltan ist am Start. Habe ich heute ein Video dazu hochgeladen für euch gestern. Ich habe noch keinen bekommen, aber viele, die ich kenne, direkt sich einen Shiny gegönnt. Und ihr seht hier, ich habe mir einen IV-Rechner geholt. Den werde ich heute für euch testen. Ich habe Android, deswegen werden zwei getestet: Kalki-IV und Poké Genie. Alter, so, wir sind hier an einer Arena. Die habe ich gerade auf Gold bekommen. Ich zeig's euch mal, vor allem mit dem IV-Rechner, denn der kann noch andere Sachen, nicht nur IVs berechnen, aber zu den IVs kommen wir gleich noch. Eine coole Funktion ist, er kann auch Arenen berechnen. So, das ist die Arena, die habe ich gerade erst auf Gold bekommen, vor einer Sekunde. 100% Gold, okay. So, 193 Siege, ich glaube kein einziger Raid hier drauf. 12 Tage, 7 Stunden, 11 Minuten und 465 Mal gefüttert. Diese Arena, die ist gleich daneben, die versuche ich gerade auch auf Gold zu bekommen. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann seht ihr alles, was ich noch brauche. Entweder 3 Raids, 23 Mal reinsetzen oder 229 Mal füttern oder einen Tag, 14 Stunden und 5 Minuten noch da drin sitzen. Ja, ich mache die jetzt platt und dann können wir mal vergleichen, wie viel das gebracht hat. So, ich habe mich in die Arena gesetzt, noch ein bisschen gefüttert. Wir schauen mal. Also ihr könnt es einfach direkt vergleichen, indem ihr ein bisschen vorspult. Ich habe jetzt die Zahlen überhaupt vergessen. Ich glaube, es war 23 Mal reinsetzen. Jetzt nur noch 18. Sollte ich, ja, einen Tag, 5 Stunden. Ja, wenn ich zwischendurch ein bisschen fütter, aber ich glaube, beim nächsten Mal. Also ich glaube, der wird noch einmal gekickt, bevor es Gold wird, aber beim nächsten Mal sollte es dann Gold werden. Dann habe ich noch ein Evoli. Gestern im Livestream haben mich die Leute gefragt, wieso ich mit Evoli rumlaufe. Ist lucky. Und das wird jetzt entwickelt. Und es müsste ein Psyana werden. Nicht vergessen, Leute, es muss immer noch euer Buddy bleiben und sein, wenn ihr es entwickelt, weil sonst hättet ihr umsonst gelaufen. Ja, und jetzt kann ich den wechseln zu einem anderen Evoli und ja, da muss ich nach Tagamir noch erlaufen. Okay, so. Ich tausche jetzt noch ein bisschen. Ich habe gehört, die Quote soll so um die 1 zu 10 sein. Ich bin gespannt. Wir haben gestern zwei, drei Pokémon getauscht. Das war noch nichts. Heute haben wir ein paar mehr Versuche. Ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen Glück haben. Wobei an sich, ich brauche eigentlich nur den, wie heißt der, Miltank. Fangen wir direkt an mit Miltank. Ah ne, ich habe auch einmal den neuen Dino. Den kann ich natürlich auch glücksgebrochen. Und dann natürlich noch der legendäre Spezialtausch heute. Erster Versuch, schauen wir mal. Und
Nein. Weg mit dir. Versuch Nummer 2. Schauen wir mal. Zeig euch nur die Mülltanks und den Spezialtausch. Das Kleinkram, so Alola, Radfratz und sowas. Das mache ich dann off-camera. Nein. Leider nicht. Dritter Versuch. Ich wollte schon 4 zeigen. Ich habe 4 gesamt, aber das ist erst der dritte Versuch. Ja, der vorletzte sozusagen dann. Und ich meine, wir haben noch viele Tage Zeit, also es eilt nicht. Aber nee. Letzter Versuch jetzt. Vierter und letzter Versuch für heute. Und Trommelwirbel. Nee, ich habe kein Trommelwirbel. Nein, auch nicht. Dann kommen wir mal zum Spezialtausch. Vielleicht haben wir da Glück. Ah ne, den habe ich auch noch. Okay, warte. Erstmal den noch. So, der neue Dino. Heute zufällig geklickert, habe ich gesehen. Bin ich dann nochmal zurückgelaufen, ohne irgendeinen Anhaltspunkt. Und habe den dann noch mit dem Kleinen gefunden und gefangen. Leider nicht, Alter. Wo ist diese erhöhte Quote? Ich sehe da gar nichts, Alter. Wir sind gespannt. Ansonsten, ja. Ansonsten wäre das bisher ein uneffektives Lineless-Event. Und ist nicht lucky und ist auch nicht gut. Ja, Enttäuschung pur. Ich tausche jetzt noch ein bisschen, aber ja, die Alola-Radfratz brauche ich eigentlich nicht mal. Die Enttäuschung ist echt riesig, weil ich will unbedingt die legendären. Einmal am Tag ist so leidend. Ihr seht mich dann nach dem Tauschen, dann rede ich noch ein bisschen was über den IV-Rechner. Aber ich kann die Enttäuschung nicht verstecken. Was soll ich sagen, ein bisschen getauscht. Ich habe ein paar lucky Alola-Radfratz bekommen, aber keins von den IV her interessant für mich. Wir haben hier jetzt noch den IV-Rechner. Ich weiß nicht genau. Der hat natürlich sehr viele Optionen, Möglichkeiten. Das Einzige, was wir bisher gemacht haben, sind die Arenen zu scannen und jetzt die Pokémon. Aber an sich kann der ja natürlich viel mehr, also was heißt viel mehr, aber viel mehr im Detail. Einfach nicht nur einfach nur diesen Knopf hier drücken und das war's. Wieso habe ich bisher keine verwendet? Ja, weil ich die bisher einfach nicht gebraucht habe. Die meisten Sachen, die ich gefangen habe, waren ja, wusste ich ja durch die Map, zum Beispiel das 100% ist, das 98 ist. Dementsprechend, wenn ich schon mal eins von denen habe als 100, dann muss ich ja die restlichen gar nicht mehr checken. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich 100er Vulpix habe, das reicht mir ja. Das heißt, jedes andere Vulpix, ja, das muss ich ja nicht unbedingt checken. Aber jetzt, wo es schon länger keine Map mehr gab und jetzt natürlich viele neue Pokémon rausgekommen sind, die ich auf 100 brauche, da wurde es langsam allmählich immer mühseliger, aber an sich ist es nicht allzu schwierig, hier schnell drauf zu drücken. Und dann die wenigen, die potenziell gut sind, 96 oder 98, die checke ich dann manuell hier auf dem Browser, gebe irgendwie IV, Pokémon Go, IV-Rechner ein oder sowas und dann gebe ich die Daten manuell ein. Da muss man dann zum Beispiel eingeben, welches Pokémon Mankey, dann wie viel Sternstab der braucht zum Hochleveln, 200 wäre das und dann die besten Sätze. Dann schaust du hier, dann gibst du das hier manuell ein und dann ist ein bisschen mühseliger. Aber komplett 100% sicher, unabhängig davon, alles hier separat. Dir kann absolut nichts passieren. Auf jeden Fall, ja, diese zwei IV-Scanner, die ich teste, an sich kann Niantic dagegen nichts machen. Was Niantic nicht weiß, macht Niantic nicht heiß, sozusagen. Und solange diese Sachen irgendwie nicht direkt auf das Spiel zugreifen, kann Niantic das dann auch nicht herausfinden und dann was dagegen machen. Aber ein gewisses Restrisiko besteht immer. Leute sagen, ja klar, dir kann nichts passieren, weil bisher auch nichts passiert ist. Aber es gibt so ein altes Sprichwort in Poker. Das heißt, du kannst so oft all-in gehen, wie du willst, bis du halt einmal gecallt wirst. Und das war's dann. Und genauso hier ist es eigentlich auch. Wir können es so lange nutzen, es passiert einfach nie was. Aber irgendwann, falls mal was passiert, ja, dann passiert was. Wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich es halt nie benutzt. An sich eine coole Sache. Viele fragen mich, welche IV-Rechner es gibt, welche sie benutzen können. Ja, den hier und PokéGenie. Das sind so die gebräuchlichen zwei IV-Rechner. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich zu dem IV-Rechner erklären soll. Weil einfach runterladen und dann drückst du auf diesen Knopf. Dementsprechend, glaube ich, kommt doch kein separates Video. Wie gesagt, das mit den Arenen ist cool. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich und das ist halt
super praktisch, aber meiner Meinung nach ist es halt Luxus, man braucht es halt nicht unbedingt. Wie gesagt, ich kann auch einfach das hier machen. Für mich ist es fast dasselbe. Und dann in einigen Fällen muss ich es halt manuell ausrechnen, aber das ist so selten. Das sind echt nur wenige Fälle. Dementsprechend war es das, glaube ich, erstmal für heute. Ja, ich habe jetzt einen IV-Rechner. Ich meine, jetzt, wo ich ihn in der Nähe habe, werde ich ihn noch verwenden, also wieso nicht. Aber das war auch mein Grund, wieso ich ihn bisher nicht verwendet habe. An sich einfach nur, weil ich ihn nicht gebraucht habe. Und weil dieses kleine Risiko, und es halt eigentlich keinen Grund gab, dieses Risiko einzugehen, weil so selten brauche ich eigentlich die IV. Deswegen ist ja nie ein IV-Rechner genutzt, aber das gilt ja nur für mich. Das heißt nicht, dass ihr keine verwenden sollt. Dementsprechend Kalki IV und Poke Genie, habe ich mir so sagen lassen, sind die zwei gebräuchlichsten und besten IV-Rechner auf dem Markt. Ihr solltet aufpassen, alles wo irgendwie, wo ihr euch einloggen müsst oder das irgendwie Zugriff auf das Spiel haben will, davon solltet ihr die Finger lassen. Ah ja, vielleicht sollte ich noch was Kleines erwähnen. Ich habe jetzt kein Pokémon in der Nähe, aber das Teil kann auch direkt beim Fangbildschirm schon erkennen, was für eine IV das Pokémon hat. Also schon eine ziemlich geile Sache, Leute. Ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, welchen IV-Rechner ihr nutzt und was ihr von IV-Rechnern haltet. Aber das war's erstmal von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.